Radstand, Hubraum, Ladefläche. Beim 12. Deutschen Nutzfahrzeugpreis von Handwerkmagazin und der Deutschen Handwerkszeitung dreht sich an diesem Wochenende alles um Offroad-Power pur. 12 Handwerker testen die wichtigsten Pickups am deutschen Markt. Mal sehen, wie die einzelnen Modelle so abschneiden. Hinter mir sehen Sie den Ford Ranger. Unter unseren Testfahrzeugen ist er der mit dem längsten Radstand. Und als einziger hat er eine 6-Gang-Automatik. Ich bin gespannt, wie die Handwerker damit zurechtkommen werden. Der Ford Ranger liegt von seinem Anschaffungspreis im ausstattungsbereinigten Vergleichspreis am oberen Ende der Skala. Der Verbrauch liegt mit 7,8 Litern im mittleren Bereich und die Reparaturkosten befinden sich mit 7.500 Euro ebenfalls im mittleren Bereich. Ja, vorne ist klar, vorne komme ich ja auch dran an Scheinwerfer. Aber hier muss ich dann erstmal die ganze Leuchte ausbauen. Also von der Ausstattung her fand ich ihn sehr gut, auch von der Qualität her drin, das hat mir sehr gut gefallen. Der Ford Ranger gefällt mir vom Innenraum sehr gut. Bedienbarkeit, Erreichbarkeit der Schalter ist optimal. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Lage des Handbremshebelgriffs, ist recht eng. Ja, beim Ford Ranger ist mir positiv aufgefallen, das Design ist stimmig. Was mir weniger gut gefällt, die Erreichbarkeit der Windschutzscheibe, da ich halt etwas kleiner gewachsen bin. Ja, ist ganz okay, lässt sich gut fahren, ist eine Automatik, vorher hat man eine Gangschaltung, ist im Gelände doch etwas angenehmer, auch wenn man dann im Kriechgang fährt. Wir haben Beirad getestet, wir haben die Bergabfahrhilfe getestet und das Anfahren am Berg, ja, die Differentialspanne. Eigentlich alles, was das Fahrzeug so fürs Gelände besitzt. Und was macht am meisten Spaß? Stellberg auf, Stellberg ab und die Schräge.